Hey, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Wollte gerade den Zaun hier wieder hinpacken. Werde ich wahrscheinlich die Falle abreißen müssen, so wie es aussieht. Das ist natürlich, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Schade, der wird jetzt wohl erstmal wegbleiben müssen, so wie es aussieht. Ich dachte, es wäre jetzt ein guter Start in die Folge, das einfach aufbauen und dann weiter im Text. Nö. Gut, da packe ich die Treppe noch hin, mal sehen, ob die wenigstens geht. Die lässt sich setzen, das ist doch schon mal was. So, Upgrade von der Treppe. Probiere ich das nochmal mit dieser Wand. Vielleicht haben sich ja die Bedingungen geändert, aber eigentlich dürfte es jetzt noch weniger gehen. Aber irgendwie. Hier scheint es ja einen Punkt zu geben, der machbar ist, oder? Das ist ja seltsam. Da oben. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich aber besser wie gar keine Mauer, ne? Oh, ich das Ding mal dahin. Das würde mir jetzt zumindest ersparen, die Falle abzureißen, das Ding wieder anschließen. Ein Barren, den hole ich jetzt noch. Dann wäre das zumindest schon mal gefixt für die nächste Horde. Dann brauche ich mir da schon keine Gedanken machen, was muss alles noch getan werden. Dann brauche ich dann nur. Reparieren nochmal, wie immer halt. Weil wir wollen uns auf jeden Fall jetzt, wollen jetzt auf jeden Fall auf Tour gehen. Und zwar habe ich mir so überlegt, wir könnten jetzt mal angeln gehen. Weil das ist auf jeden Fall wichtig jetzt für die Upgrades. Da auf jeden Fall, bei den Taschen braucht man das Zeug. Bei den Metallsachen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schauen wir kurz rein. Ja, es braucht überall das Fischgedöns. So. Das heißt, ich packe jetzt alles raus, was irgendwie machbar ist. Hab schon Wartungskits hergestellt. Und dann werden wir auch schon uns auf den Weg machen. Achso, da brauche ich natürlich noch eine Angel, ne? Auf jeden Fall. Oh, Kupfer ist auf Lager. Wahnsinn. Gut, stell ich erstmal die Angel her. Vor mir. Nichts dabei haben, da geht's doch schon los. Seile weggelegt. Zwei Seile. Einmal Angel herstellen. Die packe ich mal da runter. Dann braucht es hier noch diese Köter. Weiß gar nicht, ob es später mal noch bessere Köter gibt. Hier gibt es jetzt auch einen Forschungszweig fürs Angeln. Da sehe ich jetzt aber nichts, was irgendwie andere Köder betrifft. Ich lasse den Forschungszweig jetzt mit Absicht jetzt erstmal so. Einfach, um mal zu schauen, wie das ohne Forschung ist. Und dann forschen wir das komplett durch. Die Punkte hatten wir ja. Und dann schauen wir nochmal, wie das mit der Forschung läuft. Köder braucht auch das kleine Fleisch. Das ist doch geil. Das, was immer so Mangelware ist bei mir. Nehmen wir das mal mit, die kann man dann unterwegs noch herstellen in größeren Mengen, also 25 Stück hat man dann auf jeden Fall dabei. Jetzt füllen wir noch fix die Beete ein bisschen auf, zumindest sofern ich noch Dünger habe. Ist ja nicht so viel. Alles nehmen, das ist schon fertig. Jetzt werde ich es aber mal lassen. Das können wir dann ernten, wenn wir wieder zurück sind, aber die Sticky Farm mache ich jetzt mal. Dann die ganze Maschine auf jeden Fall. Da muss aber erstmal raus hier. Es ist dann wieder zeitlich so begrenzt immer. Und jetzt soll man noch gechillt angeln, oder? Gut. So, vielleicht schauen wir mal, ob wir für sie was zum Anziehen finden. Ich wollte jetzt nichts craften, weil ich eigentlich jetzt in der Hortnacht schon drei Teile bekommen habe. Hallo? Macht ihr für Schweine rein hier?
Nicht das erneut laden. Jetzt habe ich ein kleines Fleisch geäxt. Na egal. Ja, ich wollte halt nichts herstellen an Kleidung. Aber es ist vielleicht besser, wenn sie was anhat. Zumal jetzt auch, man ja mit der Kleidung gerüstet ist, ne? Wabel brauche ich nicht unbedingt. Lass ich jetzt mal. Da habe ich den wieder in der Tasche. So, das habe ich richtig gezählt habe. Sieht gut aus. Also, ich brauche jetzt nur 20 Wartungskits. Ist auch ein Schwein, das lasse ich jetzt. Das war nur eine Taube, oder? Gut, dann schauen wir jetzt noch mal nach der Kleidung. Und zwar, jetzt ist es schon mega laut. Stellen wir uns jetzt was Günstiges her. Dachte halt an das Leder- oder Knochenzeug. Brustteil brauchst du noch. Lederrüstung. Oder Knochenrüstung. Ich bin für Knochen. Fünfmal Knochen, zweimal Geflügelknochen. Fünfmal Knochen, zweimal Geflügel. Dann war es noch einmal Taube. Und Seile. Wie viel weiß ich jetzt nicht mehr. Ich nehme jetzt mal drei mit. Kleidung. Da ist sie. Drei Seile, das hat gepasst. Hergestellt, dann ziehen wir der das mal an. So, damit man ganz so nackt rumlaufen muss. Gehe ich mal kurz hier raus und schauen wir das an. Wie uns Licht. Ja. Auf jeden Fall besser wie ohne, finde ich. So. Was mir auch aufgefallen ist bei den Hin- und Herlaufen hier im Gelände, die Rüstung ist einfach schwer. Man ist nicht mehr so schnell. Das ist natürlich ein bisschen unschön. So, was werde ich jetzt noch los? Ich packe jetzt noch was in die Kisten. Dafür sind sie ja da. Wenn da nicht schon alles drin wäre. Klicke jetzt einfach mal wild hier rum. So, aber hier habe ich noch eine Kiste, die auch voll ist. Alles nehmen. Das ist ja Wahnsinn. Drücke ich das rüber und jetzt noch ein bisschen davon. Muss einfach ein bisschen Platz machen. Keine Ahnung, wie viel ich für das Fischzeugs brauche an Platz. Was wäre besser, man hat einfach ein bisschen Inventar frei, oder? So, machen wir das so. Sieht doch gut aus. Essen habe ich dabei, also beziehungsweise diesen Energieriegel. Den können wir erstmal noch ein paar raushauen. Die Maschinen sind alle aktiv, das ist gut. Jetzt habe ich natürlich kein Metallstück mehr. Ich muss unbedingt mal hier hochschauen. Da dreht sich alles. Yes. So, man sieht ja schon an dem Laufen, also das ist jetzt Rennen. Ich glaube, so ist sie vorher im Normalschritt unterwegs gewesen. Ohne diese Rüstung. So, wir haben jetzt die Angel dabei, Köder dabei. Hier ist das Wasser. Wahrscheinlich das nächste Wasser, was es bei mir hier so gibt. Es gibt generell wenig Wasser, oder? Hier ist noch ein bisschen was, aha. Aber zu weit weg. Gut, da kommen wir natürlich beim Bär vorbei. Aber ich habe mir überlegt, dass man das unterwegs auszieht, das Zeug. Warum sind eigentlich die ganzen Werkzeuge hier kein Level mehr dran? Oh, ich dachte schon, die hätten das zurückgesetzt, aber hier sind die noch dran. Zieh die mal neu runter. Okay. Ja, man könnte dazu Anzeigefehler sagen, oder? So, sieht die Hotbar schon besser aus. Was ist das? Trimmen. Ja, vielleicht hat das was mit den Fischen zu tun, ne? So, jetzt schauen wir mal, so schnell rennen die jetzt. So extra die Kleidung produziert, dass wir nicht nackt laufen müssen. Aber das ist spürbar schneller.
Natürlich hält sie jetzt nichts aus, ne? Ist sie wahrscheinlich mit einem Hit vom Bär kaputt. Kriegt einen Adler. Haben will. Wo ich mal jetzt bin dabei? Jo. Habe ich den jetzt getroffen? Sieht so aus. Da unten liegt er. So. Will man hier ohne großen Fallschaden runterzukommen. Ja, ging doch ganz gut. Adler eingepackt. Ist doch schön. So. Müssen hier eigentlich noch so viel Nebel bei mir? Bin ich so einen Kreis gelaufen im letzten Mal? War das schon der nächste Punkt in etwa? Okay, weiter geht's. Oh, Metallfelsen. Ach so, ein Level müssen wir ja auch noch vergeben. Hier gibt's ja noch viel mehr zu entdecken. Machen wir das mal fix, oder? Okay, XP zum nächsten Level. 68 von 90. Zombie im Rücken. Okay. Ich snack lieber mal was. Ich bin ungerüstet. Kann ich das jetzt schnell rüsten? Geht so. Das wäre jetzt ja noch blöd, ne? Wenn man beim Angelausflug hier drauf geht. Hallo? Halten die jetzt mehr aus oder was? Okay. Ich wollte jetzt eigentlich wegen den Leveln schauen, aber da hinten sieht man einen. Am Horizont. Da kommt er. Er ist einfach ein bisschen langsamer. Ah ja, reg dich auf. Da kommt noch mehr. Was bist denn du eigentlich für einer? Bergmann oder was? Sehr heftig. Der war mal bei der Horde schon aufgefallen. Ah, Rundumschlag. Ausgewichen. Ausnahmsweise mal. Nee, ich glaube, die halten nicht mehr aus. War wahrscheinlich einfach nur schlecht getroffen. Obwohl, 4, 5 Schläge. Heftig. Gut, es dürften jetzt aber alle gewesen sein, oder? Also zurück zum Text hier. Leveln. Gut, wir haben fast das nächste Level. Auch nicht schlecht. Wir können leveln. Stärke, Vitalität, Ausdauer und so weiter. Stärke erhöht den Schaden und die Sprungkraft, Vitalität, Ausdauerverbrauch wird verringert beim Ausweichen und Angriff. Erfasster Schaden wird verringert, das ist gut, das finde ich gut. Ausdauerregeneration steigt, das ist ja doppelt gut. Wie viele Punkte? 10 Stück habe ich schon zur Verfügung, da haben wir da erstmal ein paar rein, das finde ich richtig gut. Heilkraft von Gegenständen steigt und Ausweichrate steigt. Zusätzlicher Schaden an Bäumen, Stein und Eisen. Und zusätzlicher Schaden an Zombies. Auch nicht schlecht. Geräuschreduzierung, Bewegungsgeschwindigkeit. Geräuschreduzierung, ja, brauche ich eigentlich nicht, aber Bewegungsgeschwindigkeit. Schaden an Sprungkraft. Wo war denn noch was mit Schaden hier? Zusätzlicher Schaden an Zombies. Und Eisen und Stein. Und hier steht Schaden höher. Ist auch der Schaden bestimmt besser, oder? Der hat jetzt nur einen Punkt gehabt. Dis 2 und Dis 3. Das hängt vielleicht mit dem Beruf hier zusammen. Den haben wir jetzt ja nicht uns ausgesucht. Vielleicht kann man das sich aussuchen bei der Charakterstellung. Und hier kann man mit den Spulen. Oh, es zieht sich das schon wieder. Jetzt kann man mit den Spulen hier.
Die Fähigkeiten wahrscheinlich boosten. Vitaler Angriff. Level 1, 2, 3. Erhöht die Stärke um 5, 15 oder 30. Wenn man dann wüsste, wie stark man überhaupt ist, ne? Wie viele sind 30 Punkte? Hat man generell schon 30 oder eher 60, 70, 80? Steigert auch die Aufmerksamkeit, braucht aber 10 Spulen. Und dann nochmal 5 Spulen. Braucht man also 15 Spulen hier schon mal. Die hätte ich in etwa, aber halt nicht in der Anzahl, was die hier wollen. Und das ist alles ausgegraut. Selbstheilung. Kühlungsspule 10, Giftigspule 5. Das sieht giftig aus. Habe ich 3. Kühlungsspule habe ich auch 3. Okay, das ist wohl ein Ding, was man auch später nochmal anschauen könnte, wenn man ein bisschen was davon gefunden hat, ne? Gut, ich war hier dabei. Ich treibe das jetzt erstmal hoch hier. Ein bisschen zumindest. Ich habe das vorher nicht bestätigt. Hätte da schon was geskillt. Erfasster Schaden. Das hier hatte ich doch schon auf 7. Jetzt. Ich muss es noch. Die Entscheidung noch treffen, dass es das so sein soll. Dann haben wir das jetzt getan. Ich habe jetzt Schaden an Zombies erhöht und Schaden an Eisen und Stein. Jetzt so ein Eisenfelsen. Habe ich auch Schaden an den hier höher? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte jetzt gerne noch so ein. Ah, die hält jetzt schon wieder so langsam. Das ist echt. Man spürt das deutlich. Die ist so richtig langsam. Da ist Eisen. Wenn ich jetzt einen Schlag weniger brauche, oder zwei, das wär's doch, oder? Nö. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Das waren doch 5 Schläge wie immer. 7 Level habe ich jetzt da drauf. Beziehungsweise 6 Punkte ausgegeben. Enttäuschung. Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Hier ist aber ein schöner Platz zu angeln, oder? Hier auf dem Stein. Gut, dass wir die Kleidung ausgezogen haben, so wäre das alles nass, oder? So. Pastenköder herstellen. Handgemacht. Man hat ja einfach keine Ruhe in dem Game. Jetzt finden die noch Angeln ein. Wie soll denn das gehen? Hab ihn getroffen, jetzt rennt er erstmal eine Weile. Ja gut, das haben sie wenigstens gut gemacht. Er hat jetzt weniger Leben. Schön. Gut, hier drauf. Angel raus. Muss ich endlich mal losgehen. Den Köder herstellen. Zack. Muss ich den jetzt da ranhängen? Munition 10. Ziel. Und Wurf. Oh. Ach du Schreck. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Zielen und Wurf. Vielleicht hätte ich mich vorher informieren sollen. Das war schon mal nix. Ich glaube, ich hasse das Angeln jetzt schon. Drück jetzt ziehen. Ja, und weiter? Es wäre eine Beschreibung echt, wäre hilfreich, wäre auf jeden Fall hilfreich. Wird verwendet zum Angeln, wird verwendet zum Angeln, handgemacht.
Ja, man drückt einmal drauf. Dann kommt dieser Balken. Und dann? Muss ich dann vielleicht mit WASD das Ding dahin befördern? Probieren? Ziehen. Nee, WASD läuft schon mal gar nicht. Aha. Ach du Schreck, Leute. Ernsthaft. Kommt er wenigstens näher? Man kann ja jetzt gar nicht nach vorn schauen. Habe ich jetzt einen Fisch? Ist nicht normal. Goldfisch. Bestätigen, ja natürlich. Nehme ich mit, gerne. Okay. Nochmal. Also man steuert nicht den Fisch, der unten in der Leiste zu sehen ist, sondern man steuert den Balken. Und das hatte ich schon mal falsch gedacht. Und der Balken geht nach rechts, wenn man die Maus drückt, und geht nach links, wenn man die Maus loslässt. Ja, vielleicht braucht man da einfach anders eingestellte Maus, aber das ist schon krampfig. Zacku, irgendwas. Und schade ist halt, dass man ja eigentlich von dem Angeln dann ja gar nichts mehr sieht. Man schaut ja nur da runter. Also so geht mir es jetzt zumindest aktuell. Man schaut ja dann nur auf den Balken. Schau, mach mal die Perspektive. Da könnt ihr wenigstens schauen. Ziehen. So, das Ding. Sie gibt alles. Oi. Sie hat ihn. Goldfisch. Bestätigt. Okay, wir haben noch drei Köder. So wie es aussieht. Verbrauchen die sich gar nicht. Ich hatte doch nur fünf hergestellt, oder? Ja, die Maussensibilität von den Tasten kann man ja nicht so einfach ändern. Was habe ich jetzt hier? Skalare. Aha, sieht aus wie aus dem Aquarium irgendwie so. Doch, der Köder wurde verbraucht. Okay, dann machen wir die zwei jetzt noch weg. Dann schauen wir mal, was der in der Tasche hat. Ja, okay. Nochmal so ein Teil. Danke. So, jetzt bitte noch was ganz anderes. Hol ich mir von da hinten. Das war ein ungültiges Ziel, so wie es aussieht. Das auch. Weil Land dazwischen ist, kann das sein? Da ist so ein bisschen Landzunge. Also es startet auf jeden Fall recht schnell. Jetzt habe ich es verbockt, aber egal. Man muss nicht ewig warten, bis der falsch meiner anbeißt. So, reingeschaut. Ich sortiere mal auf. Einen Zacku. Goldfische 2 und Skalare 2. Jetzt dachte ich ja, dass das was mit den Fischen zu tun hat. Genau. Verderben tut ja eh nichts in dem Game. Also kann ich die ja jetzt schon mal zerlegen. Ach, das sehe ich auch, was rauskommt. Okay. Schuppe des Zacku, klar. Fleisch, was man lieber nicht so essen sollte, weil es Leben abzieht, aber es füllt Energie auf. Ja, es ist eine Alternative eigentlich, ne? Ja, nicht schlecht. Fischgräte bringt jeder. Macht auch irgendwie Sinn. Und jeder hat eine andere Schuppe. Gut, dann trimmen wir den mal. Und den. Und das auch. Alles getrimmt? Okay. So, jetzt hätte ich natürlich am besten so einen Forschungstisch dabei haben müssen. Das wäre natürlich jetzt, das wäre so richtig clever jetzt gewesen. Ich hatte sogar mal dran gedacht. Aber das habe ich doch vergessen. Schade. Also, Fritz war jetzt fix nach Hause.
Oh, einen Pilz muss ich mitnehmen. Brauche ich. Dann stehen auch noch zwei davon. Weißer Pilz ist genauso wichtig. Ja, Fitzwill ist nach Hause. Skillen das. Ja, dann wieder zurücklaufen. Oh, wei, oh, wei. An einem Fluss wohnen macht jetzt auf jeden Fall Sinn, ne? Ich denke, jeder, der jetzt irgendwie so neu anfängt, wird wahrscheinlich, und das schon weiß, wird natürlich jetzt vielleicht die Nähe zu einem Gewässer suchen. Weil das ja dann schon. Ja, okay, mal schauen, wie viel man von den Geräten wirklich braucht. Aber eigentlich ja für jede Tasche, für jede Rüstung, so wie es aussah, oder? Metallfelsen lasse ich jetzt erstmal. Fokus aufs Angeln. So, unser super tolles Gericht. Was war das? Pizza ist gleich durch. Schade. Klingt auf jeden Fall schon wild. Hirsch jage ich jetzt auch nicht. Will ich jetzt mit dem Angeln noch sehen. Was denn du? Die ist da einfach mal ein bisschen lang gerutscht. Fliegst komisch. Was machst du? Dankeschön. Sie hat mir es dann doch mal leicht gemacht. Hier nehme ich es noch mit. Adler ist wahrscheinlich auch noch mal immer ein Ziel für mich jetzt. Und Eule, keine Ahnung, wie viel Eulen ich auf Lager habe, aber lieber mitgenommen. Ach, du Schreck. Gibt's einen Fallschirm? Jetzt einen Fallschirm, oder? Leben sieht gut aus. Ich probier's mal. Bewege uns extra ein bisschen langsam. Dass wir jetzt sofort sterben, wenn es hier runter geht, das ist gut. Gut gemacht. Man hätte natürlich da links ein bisschen eine leichte Kurve laufen können, aber. Wer hat da schon Lust drauf? So, also jetzt wird geforscht. Forschungspunkte raushauen. Angelgröße. Vielleicht ist es der Balken unten, der dann größer ist, wo man mehr es einfacher hat. Angelgröße, schon wieder. Und nochmal 10%. Auch kein Buch erforderlich, das man finden muss. Angelzeit. Kann man schneller die wieder rausziehen, oder was? Okay. Hat sonst noch neue Forschungen? Sieht nicht so aus. Ach doch, eine neue Forschung hat es, aber die haben wir ja schon. Das ist die hier, schnelleres Sehen, ne? Plus 15% mit jeder Stufe. Das ist auch neu eingeführt. Jetzt würde mich noch interessieren, ob man vielleicht bessere Köder herstellen kann. Also an dem Tisch schon mal nicht. Maschinentisch macht auch überhaupt keinen Sinn. Vielleicht noch an dem hier. Nö, sehe ich jetzt nichts. Gut, dann stelle ich jetzt noch Köder her. Einiges. Ich habe noch Inventar frei. Die Köder sind jetzt da 10 Stück. Könnte mehr sein, ne? Habe ich noch kleines Fleisch auf Lager? Wahrscheinlich nicht. Nee. Aber das liegt hier noch rum. Nehme ich einfach mal ein bisschen was raus hier. Das ist natürlich auch schon wieder so ein Ding, ne? Das kleine Fleisch war eh schon bei mir immer so das Problem. Und jetzt brauche ich das auch noch fürs Angeln. Gut, also flitzen wir nochmal schnell dahin. Das ist jetzt so ein Ding, ne? Jetzt muss ich die Kleidung auslassen. Um schneller unterwegs zu sein. Heftig, heftig. Es ist ja halt gefühlt so schnell wie vor dem Update. Kommt da jetzt kein
wirklich einen Unterschied vor feststellen. Also, sobald man das Zeug anzieht, ist es heftig. Hat alles jetzt Gewicht 8, 5, 7, 5. Also Knochenrüstung wird wahrscheinlich vielleicht generell leichter sein, weiß ich jetzt nicht genau. Kann ich ja schlecht Handschuhe mit Brustteil vergleichen, oder? Was man wohl gemacht hat, ist die Waffen leichter. Also wenn er sich so anbietet, dann tut man es auch nicht leid. Dann muss er mit. Reines Fleisch. Man hat die Waffen wohl leichter gemacht, um wahrscheinlich das zu kompensieren, dass die Rüstung jetzt was wiegt. Ich weiß aber nicht, was das Zeug vorher gewogen hat. Also keine Ahnung. Der Granatwerfer wiegt noch 28 Kilo. Fettes Teil. So, dahingestellt. Fang hier raus und rein das Ding. Nicht normal. Alter. Das war so klar, oder? Jeder hat's geahnt. So, jetzt lauf erstmal kurz. Ja, komm ran. Bin gut gerüstet. Hoffe ich. Noch mehr. Ach, meine Pizza ist durch. Die generell nicht mehr so gut da. Schade. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. So. Wow, heftig. Kann sich verteidigen. So, das war doch so ein schöner Angelplatz. Sah so toll aus. So. Angel raus. Nochmal. Bitte keine Störung mehr. Ich habe hier zu tun. Das dauert schon mal genauso lang oder kurz. Ja, der Balken, der sieht ein bisschen länger aus, ne? Aber der Fisch ist wahnsinnig. Was war das für ein Fisch? Das war bestimmt ein ganz toller Fisch. Der hat mir es echt schwer gemacht. Und ich hab versagt. 10. Okay, das ist bestimmt ein einfacher Fisch. Ja. Ich würde einfach mal davon ausgehen, dass ja, seltenere Fische vielleicht ein bisschen schwerer zu angeln sind. Also der vorhergehende, der war schon ganz schön zappelig. Ich hatte gar keine Zeit, den Balken nach rechts zu bringen. Dankeschön. Ah. Was für ein Spaß. Ja, genau, bleib rechts. Bleib da. Ein Goldfisch. Ein bisschen schade, dass es immer so leicht leckt, wenn die den Fisch rauszieht, ne? Konzentration bitte. Ich hab was. Was anderes. Der Zacko wieder. Da ist so, der hat zwei Zacken auf dem Rücken. Deswegen wahrscheinlich, ne? Zwei Rückenflossen, so wie es aussah. Ja, man kann jetzt sagen, dass der Balken einfach mal da stehen bleibt. Dann musst du jetzt die ganze Zeit klicken, um den Balken da zu halten. Habe ich versehentlich rechtsklick gemacht. Also es war jetzt natürlich. Abbrechen. Okay. Kein geborener Angler.
Alter. Na komm schon. Und das mit der vollen Forschung. Das gibt's doch nicht. Ich brauche eine bessere Angel. Komm jetzt raus, ey. Wenn du jetzt nichts Besonderes bist. Ein Ayu, okay. Ist mal was Besonderes, schätze ich mal. Der hat es mir jetzt echt nicht leicht gemacht. So, darauf den Riegel. So, wahrscheinlich ist das auch so. Man muss einfach so angeln. Man ist viel leichter, viel flexibler. Konzentration. Kann man ja angeln gar nicht mitten in die Folgen packen, ey. Das ist ja Wahnsinn. Da steht man ja Stunden hier rum, wer will das sehen? Zacko, hier, diese zwei Rückenflossen wahrscheinlich. Da oder Name, schätze ich mal. So, jetzt noch was Schönes. Oder auch nicht, weil das so schwierig ist, den da rauszuziehen. Das ist wieder so ein schwieriger. Alter! Oh, das gibt's doch nicht. Ich gehe zum Fischhändler. Schwierig, schwierig, schwierig. Ist ja auch nicht so, dass wenn man das drückt, dass der Balken dann ruckzuck nach rechts rutscht oder so. Ja, okay. Was sagt? Wie viel Zeit haben wir noch? Im Prinzip keine mehr. Okay, einen letzten. Einen allerletzten. Weil ich schneide da den Hinweg zum Angeln raus. Komm schon. Komm schon. Komm raus jetzt. Alter, was bist du? Ein Hai oder was? Der wird gleich erfahren. Der sieht anders aus. Knochenzüngler. Yes! Okay, und mit diesem geilen Fisch hoffe ich einfach mal, dass das ein toller Fisch ist. Verabschiede ich mich von euch in die nächste Folge, mehr oder weniger. Ich werde hier noch ein paar Köder verangeln. Und dann mal schauen, was wir in der nächsten Folge so treiben. Weil ich noch ein bisschen schauen, was so das Patch gebracht hat. Aber bis dahin, lasst gerne mal ein Like da, ein Abo sowieso. Und ciao, bis zur nächsten Folge.